Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Shapebox. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. So, ich habe die Shapebox erhalten für den Monat Februar oder März. Ich glaube eher März, weil im Januar habe ich die Januarbox bekommen und diese Box kommt eigentlich alle 2 Monate. Ich schaue gleich mal, ob das irgendwo in diesem Büchlein drin steht. Auf jeden Fall ist die Shapebox bei mir angekommen in ihrem gewohnten Design. Und dieses Mal geht es um Total Fat Burn, steht hier. Und die wollen wir jetzt einfach mal öffnen. Diese Shapebox hat das Thema Total Fat Burn. Ich habe hier auch eine E-Mail bekommen. Die bekommt man dann immer, wenn man die Box erhalten hat. Hier steht Total Fat Burn Box, die nötige Motivation. Bietet dir die nötige Motivation, um deine Fitnessziele zu erreichen. In der Box erwarten dich nicht nur Produkte aus dem Bereich Fitness, Ernährung und Beauty von unschlagbaren Brands wie Body Attacks, Strong Fitness Cosmetics und Flora Mare. So, es ist klar, so im Januar, Februar, März, das sind so die Monate, wo man sich gerne den Winterspeck entledigen möchte. Die Weihnachtsplätzchen, die man da verfuttert hat und ne, Weihnachtsessen, Braten und Plätzchen und Naschereien und Nikolaus. Und das hat sich jetzt alles angesetzt bei uns über den Winter, Dezember. Und es ist, man muss auch einfach sagen, es ist ganz normal, dass man über den Winter sich aufpolstert, weil das haben die Steinzeitmenschen früher auch gemacht und die Tiere machen das ja auch, dass sie Winterspeck anlegen, um sich einfach vor der Kälte zu schützen, den Winterschlaf festzumachen und so weiter. So, also legen wir jetzt los. Das erste Produkt, was hier drin ist, das ist eine Probe und zwar von der Firma Body Attack Power Protein 90 in der Geschmacksrichtung Vanille. Leute, die sich damit beschäftigen, wissen, was ein Proteinpulver ist. Und ich nehme auch Proteinpulver und ich finde, wenn man zum Beispiel ganz, ganz viel Sport macht, zum Beispiel Krafttraining, dann macht das schon sehr, sehr viel aus, wenn man Proteinpulver nimmt. Das ist auf jeden Fall eine Probe und die war dabei. Hier haben wir diese beiden süßen Haarbänder, das sind Gummibänder. Gummibänder, 2 Stück. Schöne Farben finde ich und werde ich auf jeden Fall nutzen können. Dann haben wir hier ein Proteinriegel. Frucht- und Plusriegel heißt das. Genau, Kakaomandel von der Firma Loops. Da stecken 15% pflanzliches Eiweiß drin. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Das ist einfach ein Snack für zwischendurch. Da freue ich mich sehr drüber, weil ich habe das schon mal ausprobiert. Und zwar ist das von der Firma Kneipp, ein Cremeöl-Peeling in der Duftrichtung Camellia Argan. Und ich finde, es ist sehr, sehr gut. Es ist die Körnung, das sind Zuckerkristalle, die Körnung ist perfekt, finde ich, um ein Peeling auf den Körper zu veranstalten. Und da ist dieses Öl, gibt dann der Haut auch ein pflegendes Gefühl, der Duft war sehr schön. Und ich sehe gerade, das gibt es auch in groß. Das wäre natürlich ganz toll, wenn man da auf größere Packungen übergreifen kann. Ich hoffe, das ist dann eine größere, große Packung und nicht mehrere kleine in einer großen Verpackung. Das ist ein Stirnband und das machen wir jetzt sofort mal auf und probieren das mal aus. Probieren wir das einfach mal aus. Stirnband. Stirnband ist doch für hier, oder nicht, ne? Ja, es soll ein Stirnband sein. Also wenn ich richtig informiert bin, Stirnbänder trägt man so. Oder? Verbessert? Schreibt mir in die Kommentare.
wenn ihr wisst, wie man Stirnbänder anwendet oder wie ihr sie überhaupt trägt, wenn ihr sie überhaupt tragt, weil das sieht im Moment echt kacke aus. Man kann es als Haarband vielleicht nutzen, aber bei mir ist es so, dass ich, wie gesagt, einen dicken Kopf habe und die Haarbänder alle einfach zu eng sind und sie mir dann vom Kopf rutschen. Ja, lassen wir mal drauf. Genau, und weiter geht's. Hier haben wir Sebamed Pflegelotion mit pflanzlichen Phytosterolen für trockene Haut mit Feuchtigkeitskomplex. Ja, Sebamed finde ich sehr gut, zumal sie auch für sehr empfindliche Haut geeignet ist. Und jo, das ist eine schöne große Pulle, da sind 200 ml drin und soweit ich weiß, sind die auch duftneutral. Na, es ist ein schöner Duft. Ein richtig schöner Cremeduft, würde ich sagen. Ja, das kann ich auch vielleicht eventuell für meine Kinder benutzen. Also ich finde, das sieht total bescheuert aus irgendwie. Das steht mir nicht. Darüber freue ich mich sehr. Das ist von Flora Mare. Und ich habe schon mal eine Creme gehabt von Flora Mare. Das war eine blaue Verpackung. Eine Bodylotion und die war richtig, richtig gut. Die war richtig pflegend. Also ich finde die Flora Mare Produkte immer sehr, sehr gut. Das ist sehr verschlossen, möchte ich auch gar nicht öffnen. Auf jeden Fall ist das ein Cleanser. Enzymreinigung finde ich super, da freue ich mich sehr drüber, weil Enzymreinigung finde ich persönlich besser als Reinigung mit Peelingkörnern. Und ich finde, Enzymreinigung ist schonend und trotzdem sehr effektiv. Diamare nennt sich das, finde ich toll, dass es dabei ist. Da freue ich mich bis jetzt am meisten drüber. Dann habe ich hier ein Getränk. Da sind 500 ml drin, ein ganzer halber Liter. Und zwar von der Firma Body Attack Lipo 100 Drink. Ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk, das du idealerweise vor oder während des Workouts genießen kannst. Es ist geeignet für alle, die auf ihre Figur achten und Sportler, die regelmäßig ein Fatburn-Training in ihr Trainingsprogramm einbauen. Mache ich, brauche ich, finde ich gut, werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne austesten. Ja, ich öffne das jetzt nicht. Ich werde es richtig genießen, weil diese Pulle kostet, ach, gar nicht so viel, naja, 1,99 Euro. ja, ich freue mich darüber sehr. Das ist in der Geschmacksrichtung Orange Grapefruit. Orange und Grapefruit. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir als nächstes und das erinnert mich sofort an unseren tollen Zauberer. Alkoholfreie Proteinbier mit 21 Gramm Protein pro Dose. Leichten, fruchtigen Geschmack. 100% made in Germany, 100% hochwertige pflanzliche Aminosäure. Ich finde das cool. Ich finde das total interessant. Und ich werde es mal austesten. Ich mag eigentlich kein Bier. Ich mag den Geschmack nicht, den Biergeschmack. Ich trinke gerne Wein, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn, dann Wein oder halt hochprozentiges, so wie diese Fruchtliköre. Genau, aber so Bier mochte ich noch nie, schmeckt mir nicht, wird mir wahrscheinlich auch nicht schmecken, aber ich probiere es gerne aus. Das ist cool.
Hey, das ist ja cool. Guck mal, hier ist ein Reißverschluss. Geht er ganz auf? Mal gucken. Der klemmt. Oder muss das so? Mal gucken. Wie klemmt er jetzt? Nein, nicht klemmen. Da, geht. Ha. Also, hier ist ein Beutel. Da kann man dann hier noch ein paar kleine Fächer hier drin haben. Und was haben wir hier noch an der Seite? Da kann man, glaube ich, auch noch was reintun. Hier ist ein Fach noch drin und hier ist noch ein Fach drin. Also ich finde, das ist super praktisch, wenn man seine Schlüssel mitnehmen möchte, wenn man, sag schnell, Schlüssel, MP3-Player und ich weiß nicht, ob man noch Geld mitnehmen muss. Oder hier kannst du dein Handy noch reintun. Genau. Handy im großen Fach, Kabel für deine Kopfhörer ganz einfach durch die praktische Öffnung ziehen. Ah, okay, ja, ich höre Kabel. Oh, cool, das ist cool. Seht ihr das? Hier könnt ihr das Kabel durchziehen. Also Handy kommt hier rein und das Kabel wird dann hier durchgezogen. Finde ich ganz toll, eine tolle praktische Idee. Wobei ich beim Joggen eigentlich nur meinen MP3-Player mitnehme. Aber den kann ich ja auch da reinstecken. Was ist das? Das hier ist eine Schlaufe für dein Getränk. Für dein Wasser. Deine Wasserflasche. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob das. Ah, geht. Geht. Ja, ich finde, das ist. Gut durchdacht. Das Problem ist nur, da mache ich jetzt mal den Test, ob mir der Gurt überhaupt passt. Einmal gucken. Perfekt, der passt. Der passt. Oh mein Gott, der passt. Haben wir noch was? Ah, das ist auch cool. Das ist ein Block und ja, für meine Fitnesswoche. Das ist ja cool. Ja, das wäre mal vielleicht so eine Richtung, ne, wenn man noch keinen Trainingsplan hat. Hier steht nun mal die Wassermenge, die man trinken kann, sollte und dann hier die Übungen. Ich finde das total cool. Das ist quasi eine To-Do-Liste für Sportler oder für Fitnessbegeisterte oder für die Leute, die abnehmen wollen oder fit werden wollen. Ich finde To-Do-Listen immer oder so Listen, die man abhaken kann, sehr gut, weil das einem dann auch so ein bisschen zeigt, komm, ne, leg dich nicht auf die Couch, sondern mach was, du musst hier nur was abarbeiten. Eine gute Motivation finde ich. Und das gibt es dann für, ich weiß nicht wie viel Blatt. Ja, da steht jetzt nicht wie viele Wochen, aber finde ich cool. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.